Hallo, ihr Lieben da draußen. Hier ist die Andrea vom Liebeskartenblick von andreawürk.com. Heute mit einer wöchentlichen Legung, die zeitlos ist, an der jeder mitmachen darf, der mitmachen möchte, egal erstmal in welcher Situation er ist. Ich biete wie immer drei Stapel an, wovon einer man sich einen aussuchen darf. Und es sind alles drei verschiedene Tarotdecks. Und wie immer habe ich ein Thema. Heute haben wir das Thema mal wieder, kommt er, sie auf mich zu. Das betrifft jetzt natürlich Menschen, wo innerhalb der Verbindung kein Kontakt ist oder nur wenig Kontakt. Oder vielleicht geht es auch darum, dass der Kontakt intensiviert wird. Und das kann jetzt wirklich jede Situation sein. Das kann nicht jede, also in der Beziehung, obwohl in der Beziehung kann es auch sein. Wenn da gerade irgendwie Sprachlosigkeit herrscht oder wenn ein bestimmtes Thema anliegt, wo ihr euch vielleicht gestritten habt oder irgendwas passiert ist, was eben unschön war, wo man dann wieder aufeinander zugehen darf. Das kann natürlich auch sein in einer bereits bestehenden Beziehung. Aber grundsätzlich denke ich, ist es eher so, dass man eben noch nicht in einer festen Verbindung, Beziehung ist, sondern dass es eben vielleicht jemand ist, den du kennengelernt hast und nicht weißt, wie er zu dir steht oder ob er nochmal auf dich zukommt oder vielleicht ist es auch ein On-Off und es ist gerade off und du weißt nicht, ob er nochmal auf dich zukommt oder sie, er sie auf dich zukommt, je nachdem, was es ist. Vielleicht ist es aber auch eine energetische Verbindung. Ich habe heute nämlich auch ein Deck, wo es fünf Farben gibt, nämlich auch eine Farbe, die den energetischen B Bereich abdeckt. Das ist das Deck hier. Also vielleicht, es geht einfach darum, kommt er sie auf mich zu oder nicht? Und du bringst dann einfach jetzt deine Situation rein und guckst, ob du eben mit dieser Legung, die ich dann legen werde, in irgendeiner Weise konform gehst. Ja, und wenn es halt nicht so ist, dann leg die Legung weg. Es ist ja eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Deswegen ist es wichtig, dass du immer sehr, sehr, sehr ehrlich mit dir bist, sehr selbstverantwortlich hiermit umgehst, auch ein bisschen mit der Legung spielst natürlich, dass du eben guckst, was passt nicht. Und ja, ich versuche halt auch die Legung relativ allgemein zu lesen, dass da eben so mehr oder weniger jeder sich vielleicht wiederfinden kann, aber das geht natürlich nicht für alle, ist ja logisch. Und manchmal ist es auch konkreter, das weiß man immer vorher nicht. Ich werde dann ungefähr auch sagen, für welche Situation es gelten kann, wenn ich dran denke. Manchmal vergesse ich es auch. Okay. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe heute drei sehr, ich sag mal so, Retro-Decks. Die sind schon etwas älter. Hier haben wir das Deva-Tarot. Die meisten werden, glaube ich, auch gar nicht mehr aufgelegt. Also hier haben wir das Deva-Tarot, das ist die Nummer 1. Das ist, wie gesagt, mit einer Farbe mehr. Da haben wir dann auch noch den energetischen Bereich, wenn er kommt oder auch nicht, je nachdem. Dann haben wir hier das Sheridan Douglas Tarot und hier haben wir das Adrian Tarot. Und genau, eins, zwei oder drei, du darfst dich jetzt entscheiden. Und wie immer werde ich natürlich noch ein Orakeldeck und oder ein Tarotdeck verwenden, ne? Zum Klären sozusagen. Okay. Ja, dann denke ich mal, hast du jetzt ausgesucht und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. So, ihr Lieben, jetzt haben wir hier das dicke, fette Deva-Tarot, was wie gesagt eine Farbe mehr hat. Das ist so die geistig-spirituelle und oder energetische Ebene, wie auch immer man das jetzt definieren will. Und die Deva-Karten sagen uns jetzt bitte mal, ob dein Gegenüber, der dir am Herzen liegt, ob der jetzt, wann der wieder, also ob der auf dich zukommt, wenn und wenn ja, dann wann, wie lange das dauert, ob es überhaupt funktioniert, wie auch immer, ja. Und du bringst dein Thema jetzt bitte rein, deine Situation, spürst genau hin, ob das deine Situation ist oder ob du vielleicht auch einfach nur Input rausholen kannst. Das reicht ja auch manchmal. Und wenn es nicht so ist, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Genau. So, jetzt gucken wir nochmal schnell, ob das hier auch alles auf die Kamera passt und wollen mal gucken, was deinem Gegenüber so los ist. Wir haben die drei der Schwerter. Der Verstand zermartert das Herz. Der macht die Blume kaputt, der macht die Liebe kaputt. Wir haben die Kaiserin. Wow, die ist hier aber sehr sinnlich. Und das Zeitalter. Das ist das Gericht. Ja.
Hier geht es um die Wahrhaftigkeit letztendlich zu leben. Vielleicht habt ihr eine Verbindung. Ich gucke jetzt mal, wie die Verbindung ist, was da los ist. Wir haben hier den Stern und wir haben die Prinzessin der Münzen. Also es könnte sein, dass diese Verbindung im Moment tatsächlich noch nicht gelebt wird, dass es vielleicht sogar eine, bis jetzt nur eine energetische Verbindung ist hier mit dem Stern, die aber gerne in die irdische Welt gelebt werden möchte mit der Prinzessin. Ja, die ist ja hier auch sehr sinnlich, dass man sich jetzt einfach fühlen möchte. Wenn es jetzt aber keine rein energetische Verbindung ist, dann ist es trotzdem so, dass man sich vielleicht schon kennt, dass man weiß, um wen es geht, aber man sich eigentlich immer nur so mehr auf der energetischen Ebene, also man sich noch nicht wirklich in der irdischen Welt getroffen hat. Vielleicht mal eine Verabredung, aber es ist in der Legung noch, es ist keine feste Verbindung oder keine Verbindung, die lang, ja gut, es kann eine langfristige energetische sein. Es kann vielleicht auch sogar, nee, on-off, weiß ich nicht. Da musst du dann selber gucken, wenn es on-off ist, ob es passt. Aber es ist auf alle Fälle viel auf der energetischen Ebene los. Mehr auf der energetischen vielleicht sogar als auf der materiellen. Wobei auf der materiellen, also auf der irdischen Ebene, möchte es eigentlich gelebt werden. Ja, das ist so die Situation von eurer Verbindung. Wenn das jetzt nicht deine Situation ist, ist es auch nicht deine Legung. Oder du guckst, ob du vielleicht doch was rausholen kannst. Und ja, okay, das Rad haben wir hier unten. Ja, wir haben hier aber ganz schön viele Hofkarten. Das ist ja jetzt echt interessant. Wir haben die Königin der Scheiben, die in dem Deck eher negativ zu werten ist. Und die ist die Herausforderung. Vielleicht geht es hier sogar auch um eine Ehefrau oder um Ehemann oder um noch eine andere Beziehung. Wir haben als Intention, würde ich jetzt eher sagen, oder Potenzial, die 5 der Schwerter und als Ergebnis haben wir, ups, oh, wir haben den, was ist das denn, der Antar? Ach, das ist der Hierophant. Wow, das ist interessant. Das ist ein sehr spirituelles Deck. Also dein Gegenüber, also hat auf alle Fälle die Intention, das Ding klar zu kriegen. Er möchte es mit dem Antar, würde ich sagen, schon in die irdische Welt weben. Da möchte ich jetzt aber von einem anderen Deck nochmal klären. Prinzip, ja. Hier möchte ich noch eine Karte. Ich kann es gar nicht erkennen. Auch der Hierophant. Also. Und hier, was haben wir hier? Den Emperor. Hier möchte ich noch eine. Der Prinz der Stäbe. Also. Ihm geht es gerade nicht gut. Ja, weil er kämpft gegen diese Verbindung. Er kämpft total gegen diese Verbindung, obwohl hier unten mit dem Schicksalsrad ganz klar angezeigt wird, und es ist auch rot und es ist für mich auch feurig, dass jetzt die Wende da ist, dass es eigentlich gelebt werden möchte. Und es liegt an ihm, das jetzt zu gestalten, dass das auch gelebt werden kann. Er hat dich auf alle Fälle hier im Herzen und er weiß auch, dass also du, egal ob du männlich oder weiblich bist, bist für mich jetzt hier die Königin der die Kaiserin. Er weiß, er hat dich, also er spürt, also entweder ist es das Gefühl, das er spürt, ja. Also es ist auf alle Fälle positiv. Er ist dir gegenüber positiv eingestellt und er ist dieser Liebe positiv eingestellt und er würde es auch gerne leben hier mit dem Zeitalter. Er weiß, es ist jetzt eigentlich die Zeit, das jetzt auch wirklich in die irdische Welt zu bringen, weil das Gericht, es ist eigentlich das Gericht, ist ja eine Karte, wo was Neues gelebt wird und aber eben in der irdischen Welt, auch wenn es jetzt hier noch energetisch ist, ja. Und der Prinzip der Stäbe sagt mir auch, der ist ja sehr feurig, also dass man sich jetzt, dass jetzt echt der Zeitpunkt ist, dass das Ganze in eine Form gebracht wird.
wie auch immer das jetzt bei dir gelebt wird. Und das möchte er auch. Also das möchte sowohl die Verbindung, aber er möchte es eigentlich auch. Aber die große Herausforderung ist hier noch mit dem Hierophanten und der Königin der Scheiben, dass noch etwas in seinem Leben ist oder in deinem Leben, was ihn behindert, nämlich entweder eine Beziehung zu einem anderen Menschen oder aber, es kann jetzt die Ehe sein oder auch eine langfristige Beziehung oder aber eine materielle Box, sage ich jetzt mal, dass vielleicht auf der materiellen Ebene ein Ungleichgewicht da ist zwischen euch oder dass er vielleicht dir höher gestellt ist oder du ihm höher gestellt bist im Sinne von der, ja, von wenn es um die Arbeit geht oder weiß ich nicht, dass man, da ist ein Hindernis, was ganz materiell ist. Also entweder wirklich, da ist einer von euch beiden noch in der Verbindung, in der langfristigen, oder aber es ist zum Beispiel, es wäre jetzt ein krasses Beispiel, Schüler-Lehrer-Verbindung, ja, wo eben die Liebesfunken sprühen, oder Arzt-Patient, oder was gibt's noch? Ihr wisst schon, was ich meine. Vielleicht auch ein Altersunterschied oder ein Kulturunterschied, also irgendwas, was greift, also was wirklich irdisch ist und was mit einer Box, sage ich immer, zu tun hat, weil man glaubt, das geht jetzt nicht. Es kann auch ein Altersunterschied sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade gesagt habe. Was eben von der Gesellschaft her, sage ich jetzt mal, eine Norm ist und wo man sich, was eben unnormal ist, Anführungsstrichen, ja. Und das ist die Herausforderung hier. Also geht es hier tatsächlich auch um eine Verbindung, wo so ein Ungleichgewicht da ist. Wie gesagt, Arzt, Patient, Lehrer, Schüler oder Professor, Student oder der Altersunterschied. Vielleicht geht es auch um gleichgeschlechtliche Liebe, die auch eine bestimmte Norm hat, wo man eben dann, vielleicht warst du die ganze Zeit heterosexuell und plötzlich liebst du jemanden auf der also homosexuellen Ebene oder weiß ich nicht, solche Geschichten, das kann das jetzt sein und das ist die Herausforderung für ihn. Also wenn du jetzt in so einer Verbindung bist, wo sowas eben ist, dann ist es vielleicht deine Legung. Also das ist auf alle Fälle seine Herausforderung, ja, und seine Intention ist aber, das zu klären für sich, das zu klären und das Ganze dann auch hier mit dem Herrscher in eine Form zu bringen. Er möchte es in eine Form bringen, das sagt mir die Karte, das sagt mir die Karte, das sagt mir ein Stück weit auch das Rad des Schicksals und auch die Kaiserin. Also er ist dabei, das in eine Form zu bringen, für sich zu klären, ja, und ja, mit dem sozusagen das ist ja auch ein Hierophant, aber in dem Deck hat er eine andere Aussage für mich als in dem Deck, weil hier ist er halt sehr rigide und der hier befreit sich gerade. Er ist ja, sieht ja aus wie so ein Buddha, ne? Er befreit sich, er geht in die energetische Ebene, er geht in die ätherische Ebene, er geht in die ganzheitliche Ebene. Das heißt, zusammen mit dem Prinz der Kelche, der ja auch der Ritter der Kelche ist, der Liebesbringer ist, wird das Ergebnis so sein, dass er, wenn er das jetzt hier für sich klar gekriegt hat, dann ist der Zeitpunkt, wo er auf dich zukommt, wo er diese Verbindung auch in die irdische Welt leben wird. Wann das ist, kann ich dir jetzt gar nicht so sagen. Wenn ich mir jetzt die zwei Karten hier so angucke mit den Kelchen, die Kelche sind ja auch eher eine langsame Karte, kann es schon auch noch Monate dauern. Ja, wenn ich die beiden Karten jetzt hier zusammentue, vielleicht 5 Monate oder so, ich weiß es nicht. Kelche sind halt Monate und das ist ja das Ergebnis. Also es wird noch ein paar Monate dauern, bis er das irgendwie für sich geregelt bekommen hat. Aber hier mit dem Prinz der Stäbe ist auch viel Feuer da. Das heißt, es ist auch viel, es ist einfach jetzt dran, dass er das sich für sich hier regelt, ja. Ja, das ist jetzt erstmal so die Legung. Ich gucke mal, ob ich jetzt noch ein Orakeldeck lege. Ich lege jetzt mal das Dakini-Orakeldeck, weil das ist auch ein altes Deck, was nicht mehr aufgelegt wird, glaube ich. Ich habe heute meine Retro-Decks hier liegen.
Mal gucken, ob wir hier noch einen Input kriegen. Earthbound, das ist sozusagen die Welt im Tarot. Das ist so ein bisschen auch mit dem Tarot verbunden, das Deck. Das finde ich spannend. Das sagt mir, dass das wirklich jetzt wirklich auch Zeit ist, das Ganze zu leben. Wir haben Tree Spirit Yakshi. Das ist natürlich eine... Damit kenne ich mich jetzt nicht so aus. Wir haben Island of Jewels. Also das ist die Insel der Juwelen. Da darf ich jetzt mal kurz reinspüren. Also die Karten sind sehr positiv. Also wir haben hier, wie gesagt, den Earthbound. Das ist das Erdgebundene. Das ist die Erde im Tarot. Was sagt, dass es eine Lösung gibt und dass es auch irdisch gelebt werden kann. Wir haben ja den Tree Spirit, der hat auch mit der Erde zu tun, der Baum Spirit. Hier geht es auch darum, dass ein Problem, wo man jetzt noch so hin und her gerissen ist, das ist so ein bisschen identisch mit der 2 der Münzen, dass das gelöst werden kann. Also er ist ja noch hin und her gerissen zwischen seiner Situation hier und zwischen das, was er fühlt, ja, und er fühlt auf alle Fälle, auch wenn das jetzt hier nicht ganz so deutlich ist, aber es ist spürbar, ja, und die Insel der Juwelen, das ist so ein bisschen der Stern, adäquat zum Stern im Tarot, und das sagt mir, hier ist auch eine Vision, hier ist, ja, der Stern ist für mich, ja, haben wir hier ja auch so, dass es handelt sich hier schon um eine universelle Verbindung, also so ein bisschen, was man vielleicht auch Seelenverbindung nennen könnte. Hier ist ein ganz großer Spirit zu spüren, und das spürt er ja auch hier mit dem Zeitalter, mit dem Aufwachen, ja, und auch mit dem Schicksalsrat. Ihr seid zusammengeführt worden, das ist so, das spürt er, aber er hat im Moment noch das Thema, dass er aus seiner Glaubensbox rauskommt und mit der 3 der Schwerter und sein Herz sprechen lässt. Und das dauert. Also es dauert sicherlich noch einen Moment, bis er auf dich zukommt und er muss sich ja erstmal selber klarkriegen. Und er leidet aber, ihm geht's nicht gut. Aber ich glaube, er hat schon viel verstanden, dein Gegenüber, hat schon viel im Bewusstsein, darf es jetzt aber sortieren und noch umsetzen. Das ist so das, was bei mir hier rüberkommt. Das Ding kann wirklich gelöst werden, das Ding kann wirklich auch gelebt werden, und er wird sicherlich auch irgendwann auf dich zukommen, hier mit dem Prinz der Kelche. Ja, der kommt dann auf dich zu, um dir dann ein bisschen auch mitzuteilen, was er vielleicht für dich empfindet oder dass er mehr möchte von dir. Aber wie gesagt, ich denke, es dauert noch ein paar Monate, wie viele Monate kann ich nicht sagen, aber es wird nicht morgen sein und es wird auch nicht übermorgen sein, ja. Aber es ist eine unheimlich schöne Energie in der Legung, und ich spüre auch, dass dein Gegenüber willig ist. Er hat hier zwar noch eine dicke Box zu öffnen und da rauszugehen, aber er ist dabei, er ist auf alle Fälle gerade dabei, ja. Ja, und es hat Potenzial auf alle Fälle, und er ist, ja, wie gesagt, er wird sicherlich irgendwann auf dich zukommen, wenn du eben die Geduld hast. Kommt natürlich jetzt auch noch auf dich drauf an, ne? Okay, das ist die Legung. Spür hinein, ob das mit dir hier irgendwie konform geht, ob das vielleicht deine Situation ist. Ich weiß, es gibt Menschen, die zum Beispiel wirklich, ich habe jetzt sogar schon mehrere Anfragen gehabt, wo so ein Ding war, dass eben, weiß ich nicht, Professor, Schüler oder Chef, Angestellte, Arzt, Patient, dass da so Situationen waren. Und es gibt sicherlich viele Situationen, wo es so eine Situation ist, wo so eine Hierarchie sozusagen in Anführungsstrichen oder ein Tabu, ich meine Professor und Schüler oder Student zum Beispiel ist ja auch ein Tabu, dass eben so ein Tabu noch mit drin ist, ja. Und das ist dann die Situation. Okay. Ja, also wenn du hier mit konform gehst, ist es super, da freue ich mich. Wenn nicht, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung. Wenn du noch Fragen hast, dann frag mich. Wenn du noch eine private Lesung möchtest, dann schreib mich an. AndreaWirk.com ist meine Webseite. Da ist meine Telefonnummer. Da findest du meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal und Streamer. Und du darfst mich gerne über eine von diesen anschreiben, ja.
Okay. Ich danke dir fürs Mitmachen. Ich wünsche dir alles Liebe und vor allen Dingen viel Geduld und gelassen sein. Okay. Tschüss. So, ihr Lieben, vom zweiten Stapel, das ist jetzt das, ach, ich vergesse es immer, Sheridan Douglas Tarot. Und ja, wollen wir mal das liebe, nette, tolle Sheridan Douglas Tarot fragen. Ja, was denn mit deinem Gegenüber los ist? Kommt er auf dich zu? Und wenn ja, wann? Und wie überhaupt die Situation ist, ja? Und du spürst dann bitte hinein, wenn wir dann die Karten aufgelegt haben, ob das deine Situation ist, ob du deine Situation reinbringen kannst. Und wenn das so ist und du mit der Legung konform gehst oder vielleicht auch einfach nur Input rausholen kannst, manchmal kann man ja auch Input rausholen und noch ein bisschen dazu interpretieren zum Beispiel, das ist ja alles möglich, dann ist das super. Nee, warte mal, wo war ich denn jetzt? Also wenn du da nichts rausholen kannst, so, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Also wichtig ist vor allen Dingen wirklich, dass man hier nichts reinpresst. Ich glaube, manchmal pressen die Leute auch ihre Situation rein und denken dann, was weiß ich, aber es ist wichtig, dass man wirklich nichts reinpresst. So, wir haben hier die Situation von deinem Gegenüber, das Ast der Stäbe. Hier ist eine ganz große. Die Gerechtigkeit und der Stern. Wow. Oh, die Sonne. Also hier ist Aktion. Auf alle Fälle. Die Herausforderung ist die Königin, Herr König der Schwerter. Die Intention ist die Acht der Münzen und das Ergebnis oder Potenzial ist das. Oh, das sagt mir jetzt nicht so viel. Das Schicksalsrad, da will ich, glaube ich, noch eine Karte legen. Ne, da lege ich aber vom gleichen Deck. Hier will aber noch eine raus. Was ist denn das? Kann ich von hier nicht erkennen. Oh, ich glaube, es ist die 8 und der König. Der Stäbe. Ja, okay. Okay. Und dann wollen wir mal die Situation angucken, in der die Verbindung ist. Wir haben die Papess, also die. Ist das jetzt hier die Päpstin und wir haben die 7 der Kelche. Oh, ich glaube, ihr habt eine Verbindung, die auf alle Fälle spirituell ist. Also, es könnte eine Seelenverbindung sein. Also eine Verbindung, die nicht normal ist, wo man Dinge spürt, die man bis jetzt noch nicht gelebt hat. Und das drückt natürlich auch die 7 der Kelche in dem Deck sogar wunderbar aus. Man kennt nur das und man spürt aber das und das kommt einem so vor, als ob einem das, als ob man irre wird. Also ich glaube, hier ist auch so ein bisschen die Situation, dass man den anderen vielleicht energetisch spürt oder auf der geistigen Ebene. Und man noch gar nicht wirklich miteinander interagiert. Also das könnte sein. Also dass man den Menschen spürt und mit ihm vielleicht sogar telepathisch redet, aber dass man noch gar nicht wirklich miteinander interagiert hat. Vielleicht ein bisschen oder auch noch gar nicht. Und dass das einen sehr verwirrt. Da ist so die Verbindung. Auf beiden Seiten ist das dann aber so mit der Verwirrung, ja. Bei ihm ist es so, er möchte die leben. Er möchte sie unbedingt leben. Er spürt diese tolle Verbindung hier auch mit dem Stern, haben wir auch wieder dieses Energetische, dieses Universelle. Also es ist vielleicht auch so eine Art Seelenverbindung. Er möchte es auf alle Fälle leben hier mit der Sonne. Er möchte es leben, leben, leben. Aber er weiß, glaube ich, noch nicht wie mit der Justice. Ja, er spürt diese Wahrhaftigkeit, aber er ist vielleicht noch vielleicht ist er noch im Ungleichgewicht. Der König der Schwerter sagt mir, dass die Herausforderung ist, eben das, was er hier spürt und was er eigentlich auch leben möchte, dass er das auch zeigt und dass er das auch artikuliert. Ja, das kann er im Moment nicht. Ja. Da möchte ich, nee, da nehmen wir jetzt das andere Deck mal. Da möchte ich auch noch mal, da haben wir noch mal die Hohepriesterin und die Königin der Kelche. Ja, also
Die Herausforderung ist wirklich das, was man hier spürt, was man nicht erklären kann im Moment, weil man es nicht kennt und deswegen denkt man, man ist total verrückt. Und das ist eben auch seine Herausforderung, dass er das eben mit der Königin der Münzen auch in die Welt artikuliert. Also er zeigt sich im Moment vielleicht kühl. Auf der irdischen Ebene zeigt er sich vielleicht kühl, berechnend, schon auch gerecht, aber kühl, obwohl er eigentlich diese Verbindung ganz tief spürt. Und die Herausforderung ist tatsächlich, das dann auch zu artikulieren und ja, zu leben. Das ist eine Riesenherausforderung. Also er hat noch ein Riesending mit der Intensität dieser Verbindung, die er spürt. Das eben auch ja, zu artikulieren und zu zeigen und in die Welt zu bringen. Obwohl der Drang, das in die Welt zu bringen, da ist. Also sehr stark hier. Sehr, sehr stark also auch auf der leidenschaftlichen Ebene sogar, ne? Also sehr stark ist dieser Drang. Und die Justice ist in dem Moment so ein bisschen das Gleichgewicht vielleicht auch zu finden. Von diesen tiefen Gefühlen, die er hat, die er spürt, diese Tiefe und Weite und dass er das eben nicht in die irdische Welt, das ist noch, da ist noch eine Diskrepanz da, ja. Das ist auch nicht so einfach, wenn man das erste Mal erlebt. Ich habe ja oft Anfragen von Menschen, die dann sagen, hey, ich weiß nicht, ob ich mir das alles einbilde, was ich hier spüre, weil der Gegenüber ist eigentlich eher kalt zu mir und oder freundlich, aber er zeigt eben nicht. Aber ich spüre genau, da ist mehr und ich glaube, ich werde verrückt. Und das ist so ein bisschen genau diese Situation hier, ja. Und ja, das ist so die Situation letztendlich der Verbindung. Und aber er spürt sie auf alle Fälle auch. Er muss es aber für sich noch klar kriegen. Und das ist auch seine Intention, dass er das klar kriegt. Dass er das so klar kriegt, dass er das in der irdischen Welt auch begreift und leben kann. Aber im Moment kann er das halt eben noch nicht, ja. Aber der Drang ist sehr groß. Und ich glaube auch, weil hier eine ganz heftige Energie ist, hier auch mit der Sonne und dem Ast der Stäbe, dass das vielleicht sogar auch, dass er das auch hinkriegt. Also er wird auf dich zugehen. Das sagt mir ja auch das Ergebnis hier. Er wird sich verändern, er wird sich verändern, weil er eben dran arbeitet, weil er eben versucht, das Ganze eben tatsächlich auch, weil der Drang eben so groß ist. Hier haben wir zwei Arbeitskarten in der irdischen Welt. Also er wird es schaffen, dass er das in die Welt weben kann und dann wird er auch mit dem König der Stäbe, würde er auf alle Fälle auf dich zukommen. Und wir haben ja natürlich jetzt ein ziemliches Gemisch an Karten. Wir haben hier zwei Karten, wo es darum geht, dran zu arbeiten, die natürlich Münzen sind. Das sind die langsamsten Karten. Wir haben aber auch schnelle Karten. Das ist hier ist eine Schnelligkeit da und auch hier mit dem König. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie lange das dauern kann. Es kann noch einen Moment dauern, bis er sich entwickelt hat, aber wenn er dann soweit ist, dann kann es ganz, ganz schnell und leidenschaftlich und überwältigend sein. Aber ich glaube, im Moment braucht er eben noch einen Moment Zeit, um das für sich zu entwickeln, für sich klarzukriegen, für sich zu verstehen. Aber wenn er es dann verstanden hat, dann ist er schnell. Dann ist er vielleicht sogar auch sehr extrem schnell, würde ich fast sagen. Ich möchte jetzt hier aber noch mal Karten legen für dich. Oder ja, das habe ich bei der anderen Legung gar nicht gemacht. Da war gar nicht die Zeit mehr. Aber das macht ja jetzt auch nichts. Jede Legung ist ja eh anders. Ja, was du denn tun kannst, weil du bist ja in der gleichen Situation, dass du das eben auch nicht begreifst und was du denn tun kannst, damit er vielleicht in seinem Prozess ja, schneller ist. Ich möchte die nochmal auch das Schicksalsrad. Okay. Das haben wir aber ganz schön viele Karten. Die 4 der Stäbe, das Schicksalsrad. Die 8 der Stäbe haben wir hier auch. Die Königin der Schwerter und die 2 der Stäbe, der Münzen. Also das Schicksalsrad sagt mir hier, dass du das zulassen solltest, dass du diese Verbindung zulassen solltest. Egal, ob ihr jetzt schon euch kennt oder nicht oder euch schon getroffen habt oder nicht, lass sie zu, lass sie zu.
Lass sie zu. Jetzt ist der Zeitpunkt, das ist so ein bisschen das Schicksal, ja. Lass es zu. Lass es auf allen Ebenen zu, auf der energetischen, der psychologischen, der emotionalen, der körperlichen, wie auch immer. Ja, lass es zu. Leb es mit der Vier der Stäbe. Leb es auf der energetischen Ebene, ja. Und versuch dich in der Balance zu halten. Lass dich nicht verwirren. Lass dich überhaupt nicht verwirren, wenn er im Außen anders agiert, als du es spürst. Lass dich da nicht verwirren, ja. Und mit der Acht der Stäbe, die sagt mir, das wird, in dem Deck ist es ein bisschen anders, es wird auf alle Fälle gut werden. Es wird auf alle Fälle es möchte auf alle Fälle in die irdische Welt gelebt werden. Also gib dem Ganzen Zeit. Das Schicksalsrad ist auch so ein bisschen die Zeitkarte. Gib dem Ganzen Zeit. Versuch im Gleichgewicht zu bleiben, auch wenn du glaubst, du wirst verrückt, weil du nur auf der energetischen Ebene die Dinge spürst. Und leb die Verbindung. Leb sie ruhig auf der irdischen, auf der energetischen Ebene. Weil das spürt er dann auch. Weil auf der energetischen Ebene lebst du das in deinem energetischen Feld, was ja mit seinem energetischen Feld verbunden ist. Und wenn die beiden Felder verbunden sind, dann schwappt es ja in sein Feld über. Und dann spürt er das auf alle Fälle unterbewusst. Und das unterstützt ihn natürlich auch in seinem Prozess. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass du klar bist, dass du ganz klar bist, dass du weißt, also du solltest dich jetzt echt auch entscheiden, mache ich das, bleibe ich dabei oder nicht? Und wenn du dabei bleibst, dann solltest du klar sein, ganz, ganz klar, auch klare Signale auf der energetischen Ebene senden und dich wirklich darauf einlassen, auch wenn es erstmal nur energetisch ist. Und versuchen, im Gleichgewicht zu bleiben, ist man natürlich nicht immer, aber versuch einfach, im Gleichgewicht zu bleiben und in der irdischen Welt auch sag ich mal, harmonisch zu agieren mit ihm, wenn du dich mit ihm dann vielleicht sogar auch schon triffst oder so, ja. Es ist eine schwierige Situation und es ist auch schwierig, weil das eine emotionale Geschichte ist, ich weiß das. Aber wenn du versuchst, so klar wie möglich mit der Situation umzugehen und die Verbindung so anzunehmen, wie sie ist und sie auch so zu leben, wie sie ist, nämlich erstmal auf der energetischen Ebene, dann schwappt das bei ihm über, ja, in sein energetisches Feld und unterstützt ihn in seinem Prozess, weil er ist in einem Prozess. Die Karten sind absolut positiv und ich sehe hier wirklich ein Potenzial, dass das auch gelebt werden kann von seiner Seite und dass er auch bereit ist und dass es aber eben noch ein bisschen Zeit braucht. Also die ist sehr positiv, die Legung, ja. So, und jetzt lege ich noch ein Orakeldeck. So, und da möchte ich jetzt das Astro... Ach, wie heißt denn Starcode Astro Oracle verwenden? Das ist jetzt kein altes Deck, das ist nagelneu, aber das ist jetzt egal. Ich habe da jetzt gedacht, das passt jetzt gut, weil das auch ein sehr positives, also es hat sehr positive Vibes, dieses Deck. Und diese Legung hat ja auch so ein positives Vibe. Und dann habe ich eben gedacht, dass wir jetzt einfach mal das Astro Deck legen. So. Gucken wir mal, was hier jetzt noch ist. Wir haben das dritte Haus, die Kommunikation. Transits, das ist, die Transite sind, das muss ich jetzt nicht erklären, das heißt Climate, das heißt sich akklimatisieren an die Situation, die da ist, ja. Und wir haben die Jungfrau, das ist die Verdauung, das finde ich ja jetzt echt spannend. Die Kommunikation lege ich gerade mal weg, weil die beiden Karten, die sind echt spannend, weil hier geht es darum, das Ganze wirklich zu verdauen und zu verstehen, auch jetzt für dich, dass das eine ganz normale Geschichte ist, das passiert so vielen Menschen und dass das jetzt erstmal verdaut werden kann. Für dich darf es verdaut werden, aber natürlich auch für ihn. Er muss das verdauen, das ist der Prozess, ja, und dann kann er ernten, dann kann er das Ganze auch, dann fühlt er sich wohl und kann auch, wenn er es verdaut hat, dann kann er auch loslegen, ja, und Transits, also Climate, ist sich so akklimatisieren an das, was gerade ist, ja, die Transite sind ja im Horoskop die Planeten, die gerade jetzt dastehen und wenn bei dir im Horoskop was ist, was vielleicht Konfrontation bedeutet mit dem, was jetzt da ist an Planetenkonstellation, dann darf man sich daran
akklimatisieren, dann darf man sich das annehmen, so wie es ist, und gucken, was man daraus machen kann. Ja, er ist ja hier auch ganz eins mit diesen Planeten oder was auch immer. Das heißt, ja, verdauen und dann sich an die Situation anpassen. Eigentlich das, was ich dir hier schon gesagt habe, was du tun kannst. Und wenn ihr beide das macht, ja, dann kann das Ganze tatsächlich auch gelebt werden. Und das dritte Haus ist die Zwillingsenergie, ja. Und die Zwillingsenergie ist nicht nur Kommunikation, sondern sie ist auch, der Verstand natürlich, Flexibilität, neue Ideen in die Welt bringen. Und sie ist auch so ein Stück weit, ich würde sagen, fast schon, sie ist auch so ein Stück weit das, in dem Fall das, wie heißt denn das, Telepathische. Also hier geht es um die, vielleicht auch um die, sich mal dran zu gewöhnen, auch telepathisch zu kommunizieren. Bevor man dann letztendlich irgendwann, wenn es dann soweit ist, auf der irdischen Ebene zu kommunizieren. Hier geht es um die Kommunikation und es ist wichtig, dass du mit dir selber oder er mit sich selbst in der Kommunikation ist, in der konstruktiven Kommunikation. Was er hier auch ist, er versucht ja, die Situation für sich zu verstehen. Dann vielleicht auf der telepathischen Ebene und dann irgendwann eben auf der irdischen Ebene. Aber die Kommunikation in eurer Verbindung ist scheinbar wichtig. Das ist auch das, was ich hier schon gesagt habe. Deswegen ist es wichtig, dass du dich auch auf der energetischen Ebene mit ihm auseinandersetzt. Ja? Konstruktiv, nicht destruktiv. Ganz wichtig. Wow, 16 Minuten. Das ist hier echt eine super geniale Legung, die gefällt mir, weil ich kenne halt diese Situation sehr, sehr gut und es lohnt sich, hier auf alle Fälle in dieser Legung sich drauf einzulassen, weil der Mensch, dein Gegenüber, wird sich auch drauf einlassen. Wie lange das jetzt dauert, kann ich nicht sagen, aber es ist auf alle Fälle ein riesen, riesen Potenzial da. Wow, okay, spür hinein, ob du hier mit der Legung konform gehst. Wenn ja, dann freue ich mich. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast, frag mich. Wenn du noch eine private Lesung möchtest, dann schreib mich bitte an. AndreaWirk.com ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer. Und da findest du auch meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal und Streamer. Und du darfst mich gerne über eine von diesen dann anschreiben, ja? Okay, ich danke dir fürs Mitmachen, ich wünsche dir alles Liebe und ja, hab Geduld, begib dich einfach in die Situation rein und ich denke mal, dann wird sich das auch super, super lösen. Okay, tschüss. So, ihr Lieben vom dritten Stapel, das ist jetzt das Adrian Tarot. Wow, ich hatte gerade, also die zweite Legung war auf alle Fälle genial, die erste auch, also sehr interessante Legung. Heute haben wir anscheinend so ein bisschen die energetische Ebene bei der Verbindung. Ich hatte jetzt hier noch keine Legung bis jetzt, wo es darum ging, vielleicht auch um On-Off oder so, sondern es ging wirklich um, wobei das natürlich auch energetisch sein kann, klar. Ja, wollen wir mal gucken, was das liebe Adrian Tarot uns zu sagen hat. Ja, ob dein Gegenüber auf dich zukommt und wenn, dann wann. Ja, wir haben hier so ein längliches Tarot. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt auf die Kamera. Ach, jetzt ist mir alles runtergefallen. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Karten. Naja, wenn es nicht so ist, dann soll es so sein. Und du spürst dann jetzt bitte hinein, ob du mit der Legung konform gehst, beziehungsweise bringst dein Thema rein und guckst, was du eben rausholen kannst. So kann man es auch formulieren. Und wenn du merkst, es ist nicht deine Legung oder du kannst hier gar nichts rausholen, dann legst du weg. Es ist ja eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. Ne? Okay, okay, okay. Okay, kann man was sehen, es passt jetzt leider nicht ganz drauf, ich muss hier noch, okay, gucken wir mal, was mit deinem Gegenüber los ist. Wow, wir haben ja den Buben der Stäbe, er hat auf alle Fälle Feuer für dich und er möchte auf dich zugehen, aber er ist da noch ein bisschen, der Bube ist der Kleine, der ist da noch, der hat die Lust dazu, er hat auch die Abenteuerlust dazu, aber er ist natürlich ein bisschen nicht ganz so, wie der Ritter. Wir haben ja einen Ritter der Schwerter und wir haben die 10 der Münzen. Also hier ist auf alle Fälle der Drang da, der ganz große Drang da, auf dich zuzugehen.
und das Ganze in die irdische Welt zu weben. Wir haben hier unten die 7 der Kelche, aber er ist noch ein bisschen unentschlossen, ein bisschen verwirrt. Wir haben das Ass der Schwerter als Herausforderung, als Intention den König der Schwerter und als Ergebnis haben wir den König der Kelche. Wow, zwei Könige, das ist ja interessant. Wie ist denn die Situation? Die Situation ist die 9 der Münzen und die Liebenden. Das ist interessant, weil wir haben hier eine Situation, wo die 9 ist für mich in den Liebeslegungen immer hier bei den 9 der Münzen die Karte, wo man so sagt, man ist in seinem eigenen Leben gerade erfolgreich oder man fühlt sich gut in seinem eigenen Leben und kann irgendwie sich gerade noch nicht so ganz entscheiden, in diese Liebesverbindung hineinzugehen, ja, obwohl man die Liebe spürt, ja. Das ist die Situation der Verbindung. Es kann sein, dass dich das natürlich auch betrifft, ja. Ich lege aber noch eine Karte. Vielleicht gibt es noch einen Input. Oh, wir haben die 10 der Kelche. Also hier ist auf alle Fälle Liebe, sehr viel Liebe. Aber man ist im Moment noch bei sich. Ja. Okay, und er möchte auf dich zugehen und er ist fast schon kopflos. Er möchte das Leben, er möchte das unbedingt leben. Er möchte unbedingt auf dich zu. Und der Ritter der Schwerter ist einer, der ist, wenn er sehr extrem ist, kopflos ist. Er denkt nicht nach. Also er ist hin und her gerissen. Ich glaube, das ist mehr so der Wunschtraum, weil er ist verwirrt hier mit den 7 der Kelchen. Er kann seine Emotionen gerade überhaupt nicht sortieren und er glaubt, dass das Ganze auch eine Illusion ist. Ich weiß ja nicht, wie du ihm gegenüber trittst, aber für ihn ist das eine Illusion. Er hat den Drang, das Ganze mit dir zu leben, aber es ist illusorisch für ihn. Also er weiß nicht, ob er das wirklich in die Realität bringen kann. Vielleicht, weil er eben noch sehr bei sich ist. Und die Herausforderung ist jetzt, dass er wirklich klar ist, dass er den Horizont durchbricht, ja, dass er rausgeht aus seiner Box, wie ich immer so schön sage, und seinen Horizont erweitert und sich die Dinge mal von allen Ebenen anguckt. Wir haben ja hier auch so einen Himmel aus allen Perspektiven und nicht nur in seiner Box bleibt, sondern vielleicht erkennt er dann eben auch, dass es keine Illusion ist, was da stattfindet, sondern dass das Realität ist, ja, und aber das ist die Herausforderung. Er schafft das im Moment noch nicht. Er ist noch sehr im Illusorischen. Und die Intention ist schon, dass er mit dem König der Schwerter, ja, er hat hier natürlich mit den Schwertern seine Genitalien ver... Ich weiß gar nicht, ob das so die Intention jetzt ist, sondern eher, also ich glaube, der Weg ist bei ihm jetzt, er darf sich öffnen. Er ist scheinbar sehr im Verstand. Und vielleicht ist hier auch der Ritter der Schwerter derjenige, der gegen die Gefühle kämpft. Kann natürlich auch sein, dass er gar nicht auf dich zugehen will, sondern hier will er auf alle Fälle auf dich zugehen. Hier ist er noch ein bisschen schüchtern, aber abenteuerlustig und voller Leidenschaft, voller Liebe. Er möchte das in die irdische Welt leben. Aber der Ritter der Schwerter kämpft so dagegen, das ist ja auch der Verstand. Also in dem Fall ist es, würde ich es jetzt doch so rumlegen. Sorry, das hat sich jetzt erst entwickelt wieder. Weil hier ist er auch sehr im Verstand. Und hier gilt es, sich zu öffnen. Hier gilt es, sich zu öffnen. Die Schwerter, die er über Kreuz hält und wo er sich vielleicht im Moment kühl zeigt, zu öffnen. Und sich in seiner ganzen Wahrhaftigkeit zu zeigen. Und ja, er kämpft noch mit dem Verstand gegen die Gefühle, weil er glaubt, dass das eine Illusion ist. Und mit dem König der Kelche wird er wahrscheinlich schon irgendwann sich öffnen können. Hier, er wird sich vielleicht schon öffnen können, aber der König der Kelche kann auch sein, dass er sich eben nicht öffnet, weil der König der Kelche hat zwar ganz viele Gefühle, die überschwängen, aber da er eben auch
In dem Deck weiß ich jetzt gar nicht, ob es eher Feuer oder Luft ist. Ich glaube, es ist eher Luft, da er aber auch vom. Warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken. Moment. Nee, wir haben ja hier die Vögel, also ist es Feuer. Hier haben wir ja auch so ein bisschen feurig. Also vielleicht kann er sich öffnen und dann doch auf dich zukommen, aber ich weiß. Ich habe das Gefühl, das ist hier eine schwierigere Situation. Die ist nicht so toll wie in der ersten Legung. Wie in der zweiten. In der ersten weiß ich schon gar nicht mehr, was war. Habe ich schon wieder vergessen. Weil ich immer so in den Legungen aufgehe, dass ich dann total vergesse, was war. Hier legen wir noch eine hin und hier. Zweite. Ja, also hier geht es darum, sich zu öffnen. Das ist der Weg, dass er sich öffnet. Und das Ergebnis mit der Königin der Scheiben, naja, es ist also, ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, ob er auf dich zukommt. Es ist ganz, ganz schwierig. Es ist wirklich ganz schwierig da jetzt. Also wenn er auf dich zukommt, dauert es Monate, vielleicht sogar ein Jahr oder. Es dauert. Ja, mit der 7, der. Ja, also hier ist noch. Hier dauert es noch. Was kannst du denn tun? Was. Nee, da möchte ich jetzt aber mal ein anderes Deck legen. Ich nehme immer das gleiche. Ich nehme jetzt das hier. Ich wollte eigentlich das nehmen, aber egal. Wir gucken jetzt mal, was du vielleicht noch tun kannst. Wir haben die Welt. Wir haben das Ass der Stäbe. Wir haben die 7 der Schwerter. Wir haben die Justice und wir haben. Wow, also ich würde sagen, es ist ganz wichtig mit der Welt, dass du bei dir bleibst, dass du dich nicht davon beeinflussen lässt, dass er vielleicht kalt zu dir ist oder, oder sich nicht aus seiner Welt rausbewegen möchte, dass du einfach bei dir bleibst mit der Welt, ja, und dass du aber so bei dir bleibst, dass du offen bist, auch aus deiner Welt rauszugehen. Das ist ganz wichtig, weil nämlich hier wird ja gesagt, die Verbindung ist so, dass jeder in seiner Welt lebt. Wichtig ist, dass du bei dir bleibst, aber trotzdem dich öffnest für seine Welt, ja? Also wenn du das willst, es ist natürlich jetzt nur, wenn du das willst. Und dass du auch verstehst mit der 7, der Münze, der, wie heißt denn das, der Schwerter, dass das, ja, hier ist auch so ein bisschen die Illusion, ne, dass man sich was vormacht. Du, vielleicht, dass du das Potenzial dieser Verbindung erkennst, auch wenn du vielleicht eben von ihm eher negativ behandelt wirst. Weil ihr beide tatsächlich in eurer Welt festhängt. Und vielleicht ist das aber auch die Illusion, dass du oder dass dir der Selbstbetrug. Du hängst in deiner Welt fest, er hängt in seiner Welt fest. Und deswegen kann natürlich auch kein Aufeinander zukommen gehen, weil ihr beide verschlossen seid. Ihr seid beide verschlossen. Und das sagen mir dann letztendlich auch der Valet of Bastons und The Ace of Bastons, dass du dich öffnen sollst. Öffne dich. Öffne dich. Wenn dir diese Verbindung wichtig ist, öffne dich. Du hast nämlich eigentlich das gleiche Thema wie er. Du würdest sie gerne leben, aber du erkennst das Potenzial dieser Verbindung nicht. Deswegen bleibst du in deiner Welt festhängen und öffnest dich nicht für seine Welt. Das heißt ja nicht, dass du komplett in seine Welt gehen sollst und deine Welt und dich verstellen sollst. Nein, öffne dich einfach für seine Welt, genauso wie er sich für deine Welt öffnen soll. Was er ja auch versucht, aber ich weiß nicht, ob er es schafft. Aber vielleicht schafft er es, wenn du dich ihm öffnest und seiner Welt öffnest. Ja? Ohne irgendwie Streiterei oder Diskussion, sondern ihn einfach so annimmst, wie er ist.
Das ist erstmal der erste Schritt und das sagt mir auch die Justice. Nimm ihn so an, in seiner Wahrhaftigkeit, wie er ist, bleib du aber in deiner Wahrhaftigkeit. Sei einfach gerecht. Ja, die Justice, da geht es ja auch um Verurteilung und Beurteilung. Also vielleicht sind hier auch be- und verurteilt euch auch, ihr euch auch gegenseitig, weil ihr vielleicht auch aus verschiedenen Welten kommt. Ja, also aus verschiedenen, weiß ich nicht, oder verschiedene Meinungen habt zu bestimmten Themen. Die Liebe ist da, die will gelebt werden. Er möchte sie auch leben. Aber ihr lebt beide in euren Welten. Und du kannst dich jetzt, also wenn du dich öffnest und gerecht öffnest, dass du deine Wahrhaftigkeit lebst, aber ihm auch seine Wahrhaftigkeit lässt und ja, vielleicht auch so offen auf ihn zugehst, in dieser Gerechtigkeit. Ja, hier geht es sehr um Gerechtigkeit, dass man den anderen so lässt, erstmal wie er ist, ohne ihn umformen zu wollen. Dann hat das Ganze vielleicht auch eine Chance, dass er sich auch öffnet und das Ganze dann nicht so lange dauert, ja. Aber hier ist echt, ihr seid beide auf der ähnlich drauf, muss ich jetzt echt sagen. Voll krass. So, hier lege ich jetzt auch das Dakini Oracle. Das ist auch ein altes Deck. Also es ist ein altes Deck, genauso wie die anderen. Die Decks sind ja alle uralt, das sieht man ja an der Grafik. Und wollen mal wissen, was das Dakini-Orakel uns noch zu sagen hat. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben Like a Bubble. Da muss ich gerade noch mal gucken. Wir haben noch mal, hatten wir eben schon. Earthbound. Das ist adäquat mit der Weltkarte im Tarot. Haben wir hier ja auch. Und normalerweise ist sie die Karte der Vollkommenheit, aber die zeigt mir jetzt gerade eigentlich schon wieder auf, dass jeder in seiner Welt lebt und jeder in seiner Bubble hier, dass jeder in seiner Luftblase lebt, ja, in seiner Illusionsblase und nicht erkennt das Potenzial dieser Verbindung. Und wir haben hier noch das Cremation Ground, die ist schon ziemlich heftig. Das ist eigentlich die adäquate Karte zum Wagen vom Tarot und die sagt mir, dass man jetzt vielleicht einfach mal rausgehen soll aus seiner Statik. Hier ist hier will was Neues gelebt werden. Das ist alt. Also geht aus eurer Welt raus, Leute. Ihr beide. Es ist wichtig, dass ihr beide jeweils aus der eigenen Welt rausgeht und sich für die andere öffnet. Ich muss gerade mal gucken, was hier die Bubble-Karte ist. Ja, das ist die adäquate Karte zur Vier der Kelche. Also, hier spricht alles dafür, dass ihr wirklich euch aus eurer Lethargie, aus eurer Komfortzone, aus eurer Illusionsblase, in der ihr euch selber befindet, rausgehen sollt und mal euch öffnen sollt für den anderen und euch auch mal wirklich öffnen sollt der Liebe, die hier da ist. Babys, hier ist ganz viel Liebe. Hier haben wir die Liebenden, die natürlich auch die Entscheidung betrifft. Und wir haben die 10 der Kelche, das ist das Nachhausekommen, ja. Also geht raus aus eurer Blase, geht raus aus eurer Welt und öffnet euch. Und wenn du dich öffnest, dann hat er auch die Chance, sich zu öffnen. Dann erkennt er vielleicht auch seine Illusionsblase, in der er drin hängt. Wow, das ist eine sehr interessante Legung, wie die sich jetzt entwickelt hat. Spür hinein, ob du hier irgendwie mit konform gehst und ob du was rausholen kannst, ob das vielleicht auch deine Situation ist. Und wenn ja, dann ist das wunderbar. Wenn nein, leg sie weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast, dann frag mich. Wenn du noch eine private Lesung von mir möchtest, dann schreib mir. AndreaWürk.com ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer, da findest du meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal und Threema und du darfst mich gerne über eine von diesen anschreiben, ja? Okay, ich danke dir fürs Mitmachen, ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe und ja, öffne dich. Tschüss!